With each moon, professors of the Officers Academy receive a schedule for the month ahead. Ah. It notes the days on which events and missions will take place that month. Ereignisse und Mission. Aha. Pay careful attention to your schedule, so that you may thoughtfully plan what you intend to do each month and when. Boah, Alter, wir werden so failen. Ich krieg noch nicht mal meine eigenen Termine hier im Rühlef auf die Reihe. Im Kloster gibt es einen festen Zeitplan, nach dem verschiedene Ereignisse und Aktivitäten an bestimmten Tagen stattfinden. An deinem freien Tag in der Woche darfst du dir eine Aktivität aus der Liste aussuchen. Anfangs gibt es allerdings nur die Option Erkunden. Wähle den Kalender mit den Richtungsknöpfen aus. Entschuldigung, ich habe letzte Nacht wirklich wenig geschlafen. Wähle den Kalender mit den Richtungsknöpfen aus, um dir den Zeitplan für jeden Tag anzusehen. Sonntag, 27.04. Ich würde behaupten 27.04., weil 4.27. Das hört sich doof an. Seminar. Kampf ausruhen. Ich ziehe den Kalender dieses Monats an. Aktionen, gemeinsam essen, Gärtnern, Angeln. Details gibt es keine. Auswählen kann ich hier auch nichts. Ah, erkunden. Ja, ich möchte das Kloster erkunden. Das ist also mein Zimmer. Wir haben ein eigenes Zimmer. Juhu, wir haben gewonnen. Im Real Life habe ich das nicht. War da gerade eine Mädchenstimme oder bilde ich mir das ein? Sprich mit dem Haus, mit deinem Haussprecher. Was haben wir denn hier? Questinformation. Ah, ein guter Fang. Gemüse. Gemeinsame Mahlzeit. Das Essen im Speisesaal sieht richtig verlockend aus. Will vielleicht jemand gemeinsam mit mir essen? Insbesondere Damen sind willkommen. Sylvain. Das ist von The Dune Flame. Okay. Dort sind der Studentenquartiere. To better help you supervise them, you also have a room here. Your room is here at the end. Ja, danke schön. Commoner students also reside on the first floor, while the second is primarily for students of noble birth. As a rule, we try to avoid discrimination based on social status here, but the nobility can be quite insistent when it comes to matters of propriety. Ah, ja. Speaking of, it would be best for you to avoid improper conduct. I expect you to set a good example for the students. Ich probier's. Edelgard. Some believe the dignity of the Empire rests on the results of the mock battle. That's an overstatement, of course. Still. We must do our best to prevail. You should take the time to learn each student's abilities. Perhaps some extra lessons and training sessions are in order? You look as if you have no idea what's going on here. I know my way around, so I'm happy to help you find your footing. Einrichtungen. Has some exceptional facilities that everyone who lives at the Officers Academy is welcome to make use of. Okay, for example, you can enjoy a meal with your students at the dining hall or take part in some one-on-one sparring at the training grounds. I suggest visiting the various facilities whenever you have the time to spare. It's a great way to get to know the students, faculty and various workers here. Have you noticed the bulletin boards placed around the monastery?
Nein, bisher nur in meinem Zimmer. Those contain requests people have posted, as well as helpful information from the market. If you prove yourself by helping people with their requests, certain facilities here will become available for your use. Ah ja. The bulletin board is updated frequently, so I suggest checking it at least once a month. Was soll das, eh? You should take your time when speaking with everyone, but when it comes to using the facilities, well, you need to be more careful about that. Okay. If you use them without planning ahead, your free time will be gone before you know it. Du kannst das Kloster so lange erkunden, wie du möchtest, aber bestimmte Aktivitäten sind nur verfügbar, wenn du Aktivitätspunkte besitzt. Bam bam. Wenn du nicht weiter erkunden möchtest, kannst du die L-Taste drücken, um das Erkunden zu beenden und die nächste Woche zu beginnen. A great deal is expected from professors of the Officers Academy, so it's important to hone your skills. To put it plainly, you'll need to keep expanding your knowledge of all disciplines, not just battle. Okay, sondern bam bam. Dein Dozentenrang bestimmt den Maximalwert deiner Aktivitätspunkte. Du kannst deinen Dozentenrang steigern, indem du Bücher liest, an bestimmten Aktivitäten teilnimmst oder mit Studenten interagierst. Ah ja. Dimitri and Claude are the leaders of the other two houses. Do not underestimate them. When we take the field, it would be best not to engage the both of them at once. Mm-hmm. Listen to this. Wow, Yuritsa sure seems strong. Wer ist Yuritsa? I kind of thought he was going to be the new professor assigned to our class. After that teacher ran away during our outdoor training, I figured Yuritsa was a natural replacement. I was surprised when you were suddenly appointed professor instead. Ah, I don't think okay. I could hold my own against Yuritsa in battle. I could probably take you, though. You really think so? With enough training, I'm sure I'll beat you someday. Meinst du? Wir haben einen Aktivitätenpunkt. I care nothing of friendship. Wir haben Yuritsa gefunden. If you have no business here, leave. Und scheint ein Miesepeter zu sein. Hi. Servus. That's so. Sauna? Also springen kann ich ja nicht. Ja toll, Sauna und ich darf da nicht rein. Da haben wir noch mal was. Was? Wer hat denn hier gerufen? Hello. Okay. Ah. Oh. Gut, bei uns ist so starkes Gewitter, dass kein Sattfernsehen mehr geht, aber ohne Regen, lol. Ah, Pinwand. Wöchentliche Kundgaben. Servus. Reputation 300 Punkte. 300. Könnte etwas Hilfe beim Anbau von Gemüse gebrauchen. Besuche diesen Ort Wohnheim, um die Schnellreise dorthin freizuschalten. Wohnheim? Let me tell you the prominence of our class name.
The eagle. That refers to the twin-headed eagle on the Adrestian Empire's coat of arms. And black is the traditional color of the Empire's armor, hence black eagles. Ah, okay. Boah, Mann, ey. Kriege mein Kiefer gar nicht mehr hoch. Was nehmen wir denn mit hier? Hi, Ingrid. The Blue Lion House derived its name from the honorary title of the first king of Fargus. Lug, the king of lions, wore brilliantly blue garments. His chivalric exploits are recorded in multiple legends. The library holds various historical accounts regarding him and the Blue Lions. If you find time, you should read them. They're filled with insights. Okay. Boah, das geht immer gar nicht. Ach hier. Before I came to the Officers Academy, I attended a school of magic in the Kingdom Capital. Ah ja. That's where I met Annie. That's what I call Annette. Oh, I guess Lawrence was at the school of magic too. But Annie was always just so nice to me, even though I was older. She's my best friend in the world. Naja. Ah, das ist doch schön. Here's the story. The Blue Lion House, direct Lug. The library holds various historical. If you find time. Oh. Right, right. Hello. Hi, Professor. How are you doing? Hallo, Dorothea. If you're not busy, would you like to join me on a little trip into town? If I'm cooped up in this dusty old monastery for too long, it drives me absolutely crazy. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Okay, wie mache ich das? Hi, Professor. If you're not busy, would you like to join? If I'm cooped up. Also wohl nicht heute. Schade. Huch! Ich glaube, wir haben einen Speisesaal gefunden. Also ich hoffe, du hast Vergebung. Professor, I hope you know I am having great abilities for reading and writing. With sadness. I still have struggles with speaking. Moment. Ich hoffe, du weißt, dass ich gute Fähigkeiten im Lesen und Schreiben habe. Mit Traurigkeit habe ich Kämpfe beim Sprechen. Jetzt habe ich es gerallt. Ah, geht mit dir gerade die Welt unter, Freak. Zung Su sieht Wuff Wuff. Was? Aber nicht bei mir. If my ways of speech are causing a burden, I hope you will have forgiveness. Ja, ausnahmsweise, weil es Röckchen so kurz ist. Hast du mal Glück gehabt. Da sieht gerade aus, als hätte die da hinten einen Schwanz. Weißt du, die Waffe. So, ja, Marpinwand. Hallo! Hello there, Professor. Hallo, Flane. Well, I call you that, but I am afraid I am not a student here myself. Ah, ja. Okay, das ist schade, oder wo finde ich dich dann? Das Problem ist, ich möchte beides wissen. Das ist bei mir bei allen Spielen aber so. Ja. Das eine ist jetzt, wo finde ich dich dann? Brauchen wir das? Haben wir mit dir zu tun? Aber nachdem die Folie schon reingeplatzt ist, vermute ich mal ja. Brother would not be pleased if he heard you saying such things.
Ah ja. The monastery is kind enough to provide a sanctuary for my brother and I. He's the only family I have. Oh, warum das denn? Might you help me with a favor? Will seltener Fisch, ach, sie will angeln gehen. Alter, das geht aber gar nicht. Die Quest ein guter Fang. Fang einen Fisch im Fischteich. Den haben wir ja schon. Haben wir hier denn sonst nur wen? Petra hatten wir schon. Gemeinsam essen ist noch nicht freigeschaltet. Warum? Oh, I really need to eat. I can't hold out until the next meal. Why can't the dining hall stay open all the time? I need to keep eating if I want to get stronger. Wie wär's mal mit einer Diät oder einem größeren Hemd? Okay, warum ist das noch nicht freigeschalten? Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Oh, wo geht's denn da hin? Ah! Gut! Gewächshaus und Fischteich. Oh, Eule. So. Möchtest du im Teich angeln? Ja, wenn du mir zeigst, wie das geht. Zum Angeln musst du zuerst einen Köder auswählen. Warte, bis der Schatten des Fisches erscheint, den du fangen möchtest, und drücke den A-Knopf, um den Fisch an den Haken zu nehmen. Warte jedoch nicht zu lang, sonst haut er mit dem Köder ab. Verringere die Ausdauer eines Fisches am Haken, indem du den A-Knopf drückst, wenn die Kreise übereinander sind. Hä? Sobald der Fisch keine Ausdauer mehr hat, hast du den Fisch gefangen. Wenn die Angelschnur reißt, entwischt dir der Fisch. Die Widerstandsfähigkeit der Angelschnur steigt zusammen mit dem Dozentenrang. Wenn du mehrmals nacheinander genau im richtigen Moment den A-Knopf drückst, beginnst du eine Combo. Je mehr Kombos du schaffst, desto mehr KP verliert der Fisch. Je weniger Fehler du machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen wertvollen Fisch fängst. Ah ja. Köder von Flame. Perfekt! Ich bin Profi-Angler. Preis 0G, im Besitz 0 Karausche. Dieser kleine, kleine Fisch ist in ganz Wodlan verbreitet. Er ist irgendwie mit der heiligen Setlien verbunden. Dankeschön. Glaub, das war's, oder? Da ist sie. You have helped me so much. Bitteschön. Ein Hextradvieh sieht sich schon stundenlang angeln. Ich habe das tatsächlich in Stardew Valley auf der Switch auch ewig lang gemacht. Fest geschafft. Albinia Hering dreimal. Das ist aber... Ah, unser Ding haben wir aber immer noch. So, der erste A, ich kann alle drei machen. Besuche Wohnheim. Okay, wo ist Wohnheim? Listen. Warte mal, irgendwie, wie ging denn das? Da war's. Ah, nee. Right. Oh, servus. Hello, Professor. Have you adjusted to life at the academy yet? Hallo, Hilda. Me? I'm still not used to it. I'm not one for all this studying and training.
Ah ja. Hey, Teach. Warum bist du denn hier? Oh. Gonna be a mock battle between the houses. Ja, Claude wird es. I'm not gonna lie, I'm a bit concerned about facing an elite mercenary like you. Maybe take it easy on us. What do you say? But. Wie gesagt, keine Gnade, kein Aufgeben. Na, wer weiß noch, aus welchem Film das war? As it were, I heard about the upcoming mock battle. I want you to know, Professor, that I do not intend to lose. I hereby declare my intention to prevail at. Also? Goodness, listen to me. The thrill of competition has carried me away. I won't speak so formally of a class assignment in the future. Let me know when you are hungry. I will make you a quality meal, as thanks for your service to His Highness. I have a request. Es gibt da ein Gericht, das ich gerne mal zubereiten würde, aber ich habe nicht genug Gemüse. Nun spiele ich mit dem Gedanken, das nötige Gemüse im Gewächshaus anzubauen. Willst du mir vielleicht helfen? Na Mann. So, wen haben wir denn dann noch? Hallöchen. I'm not too keen on the professor of my class. I really hope to focus more on strategy. Oh. Hmm. Maybe I should talk to my professor about transferring to a different class. Jo, komm zu uns rüber. So, these are the students' quarters. To better help you supervise them, you also have a room here. Your room is here at the end. Commoner students also reside on the first. As a room speaking. Ah, haben wir doch schon. Okay, Pinnwand. Ich habe nur Pinnwand. Klar machen wir wieder eine Tutorial-Quest. Ne, nix da. Hallo? Ja, ich bin doch hier im Wohnheim. Ah, Moment mal hier. Wohnheim EG. Okay, dann muss noch eine UG geben. Komm ich denn da hoch? Hallo. Den Aufzug? Wohnheim EG. Auch so einen Gaul haben. Ja? Ja, habe ich doch schon geredet. Hi. Ja, da sind wir wieder in der Sauna. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen jetzt erstmal darüber und holen die andere Quest. Wohnheim. Jetzt. Na wow. Der verarscht mich doch. Okay, das Nicht-Springen ist echt mega ungewohnt. Streamst du bis Open End? Ja, weiß ich nicht. Also bevor es mal die Dinger zu... Mein Plan ist heute tatsächlich nicht so lange zu machen, weil wegen gestern und letzte Nacht kaum schlafen und so. I'm Captain Gerald's first and best apprentice. I can beat anyone, Professor. Even you, if I have to. It may have been only for a short time, but I learned from the absolute best. I'm Captain Gerald's first and best apprentice. I can beat anyone, Professor. It may have been only... Hab ich doch richtig gesehen. Hiyo, Kelly. Sylvain gefunden. Well, there's Dorothea, Hilda, and Mercedes. Lady Rhea is quite the beauty too. And I must admit, I've even checked out Professor Manuela once or twice. You know, Professor, ah, ja. I think I'm going to like it at the Officers Academy. There are beautiful girls as far as the eye can see. Professor, I've got a small favor to ask. Ja,
Wenn ich schon in diesem unsauberen Speisesaal essen muss, dann lade ich ein süßes Mädchen dazu ein. Ich finde heraus, was sie am liebsten ist und hole das für uns. Sie ist glücklich, ich bin glücklich. Ich habe an alles gedacht. Meinst du? Das heißt, dann hätten wir hier jetzt wieder einen Speisesaal, oder? The Great Tree Moon is the best time of the year for naps. I could just forget all about my assignment. Ah ja. Yeah. Oh, was machst denn du da? Müssen wir einmal hier oder hier? Hier. Möchtest du gärtnern? Ja. Gärtnern ermöglicht es dir, verschiedene Pflanzen zu ernten. Blumen zum Beispiel sind tolle Geschenke. Bestimmte Personen verzieren sogar ihr Zuhause mit den Blumen, die du ihnen schenkst. Benutze den Befehl Samenpflanzen, um zu entscheiden, welche Samen du benutzen willst. Eine höhere Anzahl führt zu einer umfangreicheren Ernte, während die Kompatibilität der ausgewählten Samen die Qualität deiner Ernte What? Eine höhere Anzahl führt zu einer umfangreicheren Ernte, während die Kompatibilität der ausgewählten Samen. Ach, jetzt habe ich es geschnallt, okay. Benutze den Befehl Pflegen, um die Gewächshausbetraute dafür zu bezahlen, dass sie sich um deine Pflanzen kümmert. Je mehr du dabei ausgibst, desto besser das Ergebnis. Deine Pflanzen sind eine Woche nach dem Einpflanzen der Samen bereit. Wähle Ernten, um einzusammeln, was du angebaut hast. Dedü-Samen. Wähle die Anzahl der Samen mit den Richtungsknöpfen und drücke dann den A-Knopf, um sie abzugeben. Diese Samen hat Dedü dir gegeben, um Gemüse für ihn anzubauen, pflanze sie im Gewächshaus. Ja, sollst du. Du hast die Samen der Gewächshausbetrauten übergeben. Komm bei deiner nächsten Erkundung an einem freien Tag wieder vorbei, um dir die Ergebnisse anzusehen. Muss ich da jetzt schon pflegen? Mit Magie verstärken? My thanks. Danke, das Gewächshaus hier ist unbezahlbar. Wenn wir dort mehr Pflanzen anbauen, können wir auch mehr verschiedene Gerichte zubereiten. Geschafft. Das geht viel zu schnell weg. Did you come to look at the plants too? The greenhouse here is really incredible. Hi, Ash. There are so many rare flowers I'd never seen back home, and herbs I never even knew existed. Ich hatte nie viel Interesse an Pflanzen. Du scheinst dich mit diesem Thema auszukennen. Also ich habe kein Interesse an Pflanzen. Ich weiß ja nicht, wie es dem Tiger, der da geht. Aber er scheint sich auszukennen. My adoptive father is the real expert. He taught me everything I know about herbs, including how to tell them apart and how to make medicines. Ach, er war der Adoptierte, okay. You should try looking around the greenhouse sometime if the mood strikes you. Maybe something will catch your eye. Okay. So.